Wer sucht, der findet. Zum Beispiel diesen Maronenröhrling. Unterwegs mit Pilzkontrolleurin Monika Christen im Frienisbergwald in der Agglomeration Bern. Trotz des heißen und trockenen Sommers, es zeichnet sich ein gutes Pilzjahr ab. Sie sind explodiert an gewissen Stellen im Wald. Es gibt Stellen, wo es sehr viele Pilze hat. Es gibt Stellen, wo man kaum einen findet. Das ist jetzt im Moment etwas Glückssache oder Beobachtungsgabe. Man sollte dorthin, wo das Moos nicht knistert. Recherchen der Tagesschau zeigen, es wird wohl ein Steinpilzjahr. Die Edelpilze sprießen dieses Jahr reichlich. Viele Pilze wachsen derzeit im Alpenraum. Im Mittelland gibt es große regionale Unterschiede. Pilzkontrollstelle in Bremgarten bei Bern. Guten Abend. Guten Abend miteinander. Was haben Sie Schönes gefunden? 2 Kilogramm Steinpilze, ein üppiger Fund. Doch das Steinpilzjahr zieht auch viele ungeübte Pilzler in den Wald. Sie sammeln einfach alles, was Steinpilz ist, aber sie denken nicht mehr an die Qualität. Und das ist dann einfach schade, weil wenn die Pilze überaltert sind, dann macht es keine Freude mehr, die zu kontrollieren. Sie sind weich, sie sind matschig, sie sind verwurmt. Eigentlich sollten die in der Natur belassen werden. Die Pilzsaison hat erst begonnen. Falls es demnächst regnet, stehen die besten Wochen noch vor der Tür.